Das Gefühl, nach dem Beenden einer Beziehung einen großen Fehler gemacht zu haben, kennen viele. Und dann habe ich halt angefangen zu vergleichen. Was hat er? Und das war halt ein sehr großer Fehler. Diese vier Mädels wollen ihren Fehler wieder gut machen. Mit unserer Hilfe haben sie deshalb ihre Ex-Freundin nach Fuerteventura gelockt, um sie zurückzuerobern. Kann ich gehen? Und wenn es nicht der Fall ist, dann war es halt alles umsonst. Die Jungs ahnen nichts. Wie werden sie auf ihre Verflossenen reagieren? Ich bin natürlich schon jedes Horrorszenario durchgegangen, was es gibt. Das ist Er liebt mich, er liebt mich nicht. Comeback unter Palmen. In der letzten Folge hat Laura ihren Ex-Freund Luis überrascht, der nach 4 Monaten On-Off-Beziehung den Kontakt abgebrochen hat. Und dann meinte er, dass er mich halt nicht so vermisst hat und dann gemerkt hat, dass die Gefühle irgendwie dann doch nicht so stark waren. Beziehungscoach Emanuel hat der 19-Jährigen wichtige Tipps mit auf den Weg gegeben. Doch dann, als es darauf ankommt, versagen Lauras Nerven. Wie kommst du darauf? Ja, weil ich dachte einfach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Date entwickelt sich zu einer peinlichen Katastrophe. Sie ist völlig überfordert und Luis ist eigentlich gerade so der coole Anker im Hafen und sie schwimmt nur rum. Jetzt sind die beiden im Hotel, in dem Laura eine Love Suite vorbereitet hat, angekommen. Im Falle eines Liebescomebacks verbringen die Pärchen hier die Nacht. Kommst du mit rein oder bleibe ich allein? Ich komme sehr gerne mit rein. Nun ist auch für Laura der Moment der Wahrheit gekommen. Das Date ging in die Hose. Luis fühlt sich sichtbar unwohl und trotzdem stellt sie die alles entscheidende Frage. Wird ihr Traum doch noch wahr? Oder was sagst du dazu? Ja, war auf jeden Fall eine Überraschung, dich hier zu sehen. War auch ein schöner Tag. Aber es hat ja schon einen Grund, warum wir uns damals nicht mehr getroffen haben. Und deswegen würde ich ungern heute die Nacht hier mit dir verbringen. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Okay. Laura reagiert auf die Abfuhr mit Selbstschutz. Doch wie es wirklich in der 19-Jährigen aussieht, kann man an ihrem Gesicht ablesen. Sie fühlt sich in die schwierige Trennungszeit zurückversetzt. Man war natürlich auch traurig danach und dann kommt es wieder hoch. Ich schätze das natürlich, dass die Laura mich hier eingeladen hat. Ich finde es eine nette Geste, aber gut, im Endeffekt bin ich dafür auf jeden Fall der Falsche. Und damit schließt sich das Kapitel Laura und Luis. Dieses Mal wohl für immer. Und damit kommen wir zu unserer vierten Single-Dame Niki. Ihr Ex-Freund Yannick sollte eigentlich vor 2 Tagen auf Fuerte ankommen. Doch eine akute Krankheit kam dazwischen. Leider geht es ein bisschen schlechter. Ich brauche aber einen Weg zum Krankenhaus. Für Niki waren diese Neuigkeiten eine große Enttäuschung. Boah, ich bin so genervt gerade. Ja, das glaube ich. Ich habe extra Urlaub genommen. Paartherapeut Emanuel hat sich mit Niki zusammengesetzt, um mehr über ihre Beziehung zu Yannick zu erfahren. In dem Gespräch stellt sich schnell heraus, dass Niki ein zentrales Problem begleitet. Er redet mit vielen Menschen, die ich eben nicht kenne. Und es sind auch viele Mädchen, die einfach zu ihm kommen, ihn umarmen, ihn anfassen. Und ich bin halt damit nicht mehr klargekommen. Vor der Reise nach Fuerte waren wir in Köln. Hier besucht Niki gerade ihre Freundin Nora. Die wirkt etwas skeptisch, was Nikis Vorhaben, Yannick zurückzuerobern, angeht. Wenn Niki das für richtig hält, dann ja, also soll sie es probieren. Das Problem ist halt, wenn Nora weiß halt nur die schlechten Sachen, jetzt nicht so viel von den guten Sachen. Yannick und Niki haben viel zusammen unternommen. Erinnerungen, die die negativen Dinge in der Beziehung fast vergessen machen. Yannick ist Kellner und Partyveranstalter in Köln und kennt deshalb sehr viele Menschen des Nachtlebens. Alleine das Instagram-Profil des 23-Jährigen ist für Niki schwer zu ertragen. Das ist doch, guck dir mal sein Profil bitte an. Also würde Frauen. Nur Frauen und nur Party. Ja. Nach 4 Monaten Beziehung erreichte der Konflikt beim gemeinsamen Feiern vor einem Kölner Club den Höhepunkt. Ich habe mit einem Freund geredet, dann hat er erstmal gesagt, ja, wer ist das? Und dann habe ich halt gesagt, dass er doch gerade auch mit jemandem geredet hat. Und dann haben wir uns halt irgendwie so heftig gestritten, dass schon die Türsteher so geguckt haben, weil die kennen den halt alle. Und er hat halt direkt gesagt, Niki, kannst du mal ein bisschen leiser sein? Das ist peinlich. Und dann bin ich halt noch mehr ausgerastet, weil mich hat es so aufgeregt, dass
ihm das alles so wichtiger ist als ich. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es vielleicht dann besser ist, dass wir das lassen. Nach diesem heftigen Streit folgte eine kurze On-Off-Phase und nach wenigen Wochen dann das endgültige Aus. Neben Kommunikationsproblemen war Nikis Eifersucht das zentrale Thema. Das, was mich so attraktiv gemacht hat am Anfang, das muss ich mir behalten. Und was war das? Das ist das Gegenteil von Eifersucht. Das ist nämlich, dass du cool bist, dass du drüber stehst, dass du so ein bisschen zurückgezogen bist. Und was dir richtig gut gestanden wäre, wäre gewesen, einmal die Woche zu sagen, mach du mal Party mit deinen ganzen Leuten, die du kennst. Ich mach mal eine Runde für mich. Ob Niki die Chance bekommen wird, diese Tipps in die Tat umzusetzen, soll sich eine gute Woche später in Köln zeigen. Zunächst holen wir Jannik auf dem Bauernhof seines Vaters in Erftstadt ab. Hey. Hallo. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Geht's dir besser? Ja, mir geht's besser. Endlich wieder. Dann laden wir den ahnungslosen Jannik ins Auto Richtung Köln. Wenig später treffen wir seine Ex-Freundin Niki vor einer Bar. Hier soll die große Überraschung stattfinden. Vor zwei Szenarien hat die 19-Jährige besonders große Angst. Ja, wenn der Jannik irgendwie sagt, dass er eine Freundin hat oder dass er kein Interesse mehr hat, ja, das wäre das Schlimmste. Dann versteckt sich Niki eine Etage tiefer. Jetzt wird es spannend. In der Bar sieht Jannik zunächst nur den Teddy. Ich weiß, wen ihr gehört. Und da fällt ihm sofort eines ein. Eine sehr eifersüchtige Freundin. Eine sehr, sehr eifersüchtige Freundin. Warum lachst du? Weil du einfach hier bist. Warum lachst du? Warum bist du? Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm, aber dich hatte ich gar nicht erwartet. Der Jannik war extrem überrascht, hätte niemals gerechnet, dass ich da bin. Was ich auch nicht gedacht habe, dass er so überrascht ist, aber naja. Und freust du dich? Ja, ich freue mich. Echt? Ja. Ich wusste es. Doch Jannik hat schlechte Neuigkeiten. Er wird auswandern und zwar schon am Samstag. Was? Ja. Also ich hab von den anderen gehört, dass du vielleicht... Ja, ich gehe ganz sicher nach Ibiza. Für immer? Für immer. Aber damit nicht genug, es kommt noch dicker für Niki. Soll ich kuchen kommen? Und ich habe fast eigentlich eine Freundin. Als ob. Ja. Nikis größte Befürchtung ist wahr geworden. Ja, wenn der Jannik irgendwie sagt, dass er eine Freundin hat, das wäre das Schlimmste. Oh Gott. Ich habe da eine kennengelernt in Ibiza. Also ich kenne sie schon. Vor einem Jahr habe ich sie kennengelernt. Nach diesem Schock wird es noch mal spannend. Wir bringen die beiden zu dem Hotel, in dem sich die Love Suite befindet. Ob Jannik trotz beinahe Freundin mit reinkommen wird? Ich habe jetzt was vorbereitet für uns. Okay. Die Love Suite. Und wenn du willst, kannst du mit reinkommen. Ja, ich will. Och, das ging ja schnell. Hier ist die Küche. Kochst du heute für mich? Ich habe echt Hunger. Wir lassen die beiden jetzt allein. Glücklicherweise haben wir ihnen eine Kamera gegeben. Denn alte Beziehungsprobleme lassen nicht lange auf sich warten. Kannst du aufhören, die ganze Zeit mich zu filmen? Ist rein. Okay. Niki ist sehr schnell genervt. Ich weiß nicht, was wir hier ganz... Du musst nicht immer alles komplett filmen. Du kannst jetzt auch Stopp machen, gleich noch so filmen. Okay. Aber auch Niki muss sich schmerzlich eingestehen, dass Jannik vielleicht doch nicht der Richtige ist. Ich glaube, ich brauche einfach einen Menschen, der eher so mein Lifestyle geht und nicht Jannik's. Sie mögen sich zwar immer noch, aber einem Liebescomeback steht momentan einfach zu viel im Wege. Das war Er liebt mich, er liebt mich nicht. Und wir haben gelernt, dass es sich lohnen kann, für die alte Liebe zu kämpfen. Denn immerhin ein Paar hat wieder zusammengefunden.